Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute für das Spiel Stellar Age. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder. Eine Version ist interessiert. In Ordnung. Ja, das ist mein kleiner Account hier. Aber reicht ja. Dann werden wir wenigstens einiges haben. Fertig kriegen wir an. Dann müssen wir wahrscheinlich alle Schiffe reparieren. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ich bestimmt tausendmal angegriffen worden bin. Bei denen kann man wenigstens noch schnell so einige Sachen produzieren. Ich schaue noch welche, die kaputt sind. Werkstatt. Ich wurde nicht angegriffen. Das ist doch mal nice. Erstmal produzieren wir hier ein paar Kanonen. Nur die hier. Ressource. Ich brauche Ressource. Produktion der Schiffe. Ach, ich habe keine Schiffe. Dann muss ich jetzt noch eine Forschung noch. Am besten ist bei diesem Spiel immer irgendwie so eine Gruppe zu haben, mit der du spielst. Oder in einer Gilde. Weil alleine hat man bei dem Spiel wirklich sehr wenig Chancen. Vor allem, da gibt es auch immer solche Gruppenspiele und Gruppenqueste. Das ist jetzt für jeden einzeln. Ich glaube hier die beiden. Da muss man dann halt in einer Gilde sein, um die Quest fertig zu kriegen. Weil das geht hier in dem Spiel wirklich nur um andere Leute zu zerstören und sonst immer nur Ressourcen sammeln. Schwierig. Level 1. Ich habe Probleme gegen ein Level 1. We're at Ich habe nur war. Den Do not forget it. VIP-Punkte benutzen.
benutzen. So. Ja, ich hab nur einen. Traurig, aber. Nothing hits. They the fire missiles will. Ja. Jetzt waren wir bei. Ich hatte zwar mit denen eigene Gilde gehabt, aber wenn man länger nicht spielt, hat man auch aus seiner eigenen Gilde ausgeschmissen. Gut, das war eigentlich schon alles, was ich machen kann. Ah, hier gratis. Schmut. 3, 3, 2. Hier ist noch eine 2. Das ist hier. Das hier Antimaterie produzieren, ne? Okay. Meine Box geht nicht mehr richtig. Kein Sound. Das wird auch ab morgen mein Headset benutzen. Achso, morgen ist das sowieso Samstag. Ab nächste Woche mein Headset benutzen. Na, weiß. Nicht jetzt. Bin ich heute noch ohne Sound. Aber arbeite muss ich gleich mit Headset. Gut, gut, gut. Ich glaube, die 8 Minuten sind bestimmt schon vorbei. 10 Minuten. Ich habe ja 2 Accounts, einmal diesen hier, Red Bartak und dann noch einmal Red Dog. Aber ich kann mit beiden nicht in einer Gilde, weil ich bin mit denen hier irgendwie auf einem ganz anderen Server wie mit den anderen. Das ist ein bisschen komisch, weil ich kann mir hier nirgends wie einen Server aussuchen, wo ich hingehen möchte. Schwieriger Sieg. Ich kann doch nicht mehr die Nummer 1 angreifen. Das finde ich traurig. Ja.
Sonst kann ich hier nichts mehr machen. Wir können trotzdem mal probieren, gegen Nummer 1 zu kämpfen. Fired up and ready to serve. Vielleicht schaffen wir ja trotzdem. Sieg! Trotzdem gewonnen. Schön. War wieder. Auch schwieriger Sieg. Gehen wir schon mal hier in der Basis und reparieren die anderen Schiffe. Ein. Okay. Reparieren wir ein Schiff. Ja, hier sind zwei Queste. Oder nur eine Quest. Das ist. Ne, das ist für mich alleine. Das ist für mich alleine. Aber da ist eine Quest, die über der Gilde läuft. Oder habe ich zockt aus? Ne, ist an. Ja. Machen wir hier noch einen Angriff. Zack. Oh ja, er hat Level abgekriegt. Ich kann jetzt 30 Schiffe mitnehmen. Keine 10 mehr. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Ich bin auf Platz 45 jetzt. Von der Gilde. Mein Schiff kaputt gegangen. Schnell reparieren. Sogar zwei. Auf Platz 40. Okay. Oh, ich kann sogar mehr als 30 Schiffe jetzt hier mitnehmen. Da wollte ich hin.
Wenn halt die Weltraumpiraten zerstörst, dann entsteht immer so eine kleine Gaswolke oder was ist das? Metallstaubwolke. Und die können dann abfahren. Es sind 30.000 drin, 23 kann ich mit meinen Jägern abfahren. Normalerweise gibt es auch noch Transporter zum Abfahren, aber habe ich noch nicht freigeschaltet. Gut. Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich switche hier auf. Ja, oh, ja. Hol mir mein Ticket ab, weil es hat 10 Minuten, bin ich mir ganz sicher. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.